Aber wir sind instant umgefallen. Ich kann's Achso, gern. und ich muss das in der Sechsergruppe schaffen, oder was? Naja, Das wenn es für dich nicht gezählt hat, wir hatten ja Häuser der Ruhe T1 gespielt, weil im Duo kann ich keine Erhöhung nehmen. Dann kann ich die Ini nicht öffnen. Es muss T1 sein. Und in der Sechsergruppe kann ich auch T5 öffnen. Ich kann auch mal gerne starten. Wir können ja gerne mal reingucken. Der, hat uns der Drache das Genick gebrochen? Nee, das war die Tante. Ich glaube, den Drachen haben wir sogar geschafft. Steinschlundloch liegt ein gewaltiges Grab. Also, Häuser der Ruhe, Sechsergruppe T1. Uralter Zwergenfürsten des Gundabad beherbergt. Die Geisterbeschwörer. Ach, das haben wir doch mit meinem Kurzen gespielt. Auf Stufe 2 aber. Ist zurückgekehrt. Oder nicht? Ist das das? Nee, das ist das nicht. Nee, das ist das nicht. Das haben wir nur im Duo mal schnell gespielt. Ach, das hab ich heute solo gespielt. Also das zählt auf jeden Fall nicht. Nee. So. Hey, ist auch nichts drin? Doch, da. Da ist was. Na, gucken wir mal. Redet ihr sie gerade selber Mut zu, ja? Immer tapfer, Kirstik. Haut so ein paar komische Sprüche raus. Verwirrte Zwergin. Ja, ich kämpfe noch. Aber da muss... Ja, ich dachte gerade, warum kommen wir denn nicht outfight? Es muss noch irgendwo... Ach, sie macht das Tor auf, ne? Nee. Eigentlich geht das auf. Irgendwo fehlt einer, glaube ich. Dann müssen wir nochmal zurück. Müssen alle tot sein? Ich glaube, hier in diesem Gang läuft noch einer rum. Jetzt links. Ah ja, da. Mehr als einer. Die hat man noch vergessen. Kann ich das eigentlich zerlegen? Nee. Was wir da gerade gekriegt haben aus Kais. So, die ruft jetzt hier Zwergentypis ran und dann müssen wir mal gucken. Genau. Schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Sie sagt doch jetzt gleich so, oh oh. Genau. Oh. Seit ich den Gundabad betrat, wart ihr stets ein Dorn in meiner Seite. Oh, Bilder. Natürlich wusste ich, dass ihr kommt. Die tapferen Helden eilen herbei, so, um den Plan der Bösen zu vereiteln. So wie ihr es immer tut. Weißt du, welcher Trank auch immer noch funktioniert? Dieser hier. Für mein Volk werde ich die Heldin sein. Mit komischerweise. Welche Mitte? Eine Wundsalbe? Taktische Schadensredo. 700? Das ist aus Spalte. Ach, bei den Händlern oben. Ja, da kann man sich das auch noch für die Gruppe eintauschen. Ja, also, eigentlich sollte das ja gar nicht mehr gehen, ne? Weil man sollte so kleine Sachen ja gar nicht mehr benutzen können. Ja. Also bei den Tränken haben die, glaube ich, einiges nicht mitgearbeitet oder nachgearbeitet. Also die hat auch nur 46.752.000. Oh oh, wieso wird das OO oh bei ihr mal größer? Fangen wir da bitte mit den ganz linken an, das sieht irgendwie nach Gift aus. Jawohl.
Immer laufen. Haltet fest zusammen. Vernichtet. Die ist gefesselt, okay. Habe ich denn da Schönes? Oh. Nee, es ist tot. Mhm. Dann kann man die nicht. Nee. Der redet mir zu viel, wie der eine Typi. Können wir die Krankheit gar nicht nehmen? Wie in, Dings. Ja. Was machen denn die Geister da bei mir? Was bewirken die? Keine Ahnung, auf jeden Fall kriegst du so gut wie keinen Schaden. Dir geht's gut. Ja, mir geht's. Fall, denke ich mal, so gleich bald irgendwann um. Ich schaff's nicht über 200.000 zu kommen. Hast jetzt nur noch einen an dir? Mal. Wie es mit Nahkampfangriffen mich irgendwie noch ein bisschen heilen kann. Ja, das geht ein bisschen. Redet ja echt zu viel Quatsch hier. Ja. So, was hast du jetzt geöffnet? T1 Sechser. Sechser? Okay. Ja. Brauchst du irgendwas mit Heilung über Zeit? Hab ich eigentlich drin. Hab ich ausgerüstet. Letztes Gefecht, gut. Heilung habe ich auch drin, ja. Ich hätte eine 14er. Was weiß ich, was das ist. Rune. Huch, nee, das wollte ich nicht. Egal. Doppelt gemoppelt hält besser. So, und jetzt müssen wir in den Tunnel. Ja. Laufen. Verdammt! Die Halbkobolde haben uns den Weg mit Eis versperrt. Dadurch ist das Vieh.
blockt das Vieh übel viel. Ich mach gar keinen Schaden daran. Ausgewichen, geblockt, ausgewichen. Heftig. Na, du machst ja Schaden, da bin ich ganz happy drüber. Ah, so ein bisschen kommt noch. Steht ganz oft widerstanden und geblockt. Ich bin halt nur so ein doofer Kacknoob-Hauptmann. Nita, du bist der Tank. Ja, so ein bisschen. Ich würde hier instant tot umfallen. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber auch nur, weil ich weiß, wie man ein Schild richtig rumhält. Ja, immerhin. Mir ist übrigens, da lang. Mir ist übrigens in der Aufnahme aufgefallen, dass der Charakter von deinem Sohn das Schild irgendwie falsch rumhält. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, als wir ihn gesehen haben. Aber der hat die Spitze nach vorne. Okay, ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, das habe ich bloß gesehen, als ich nochmal die Videos durchguckt habe. Hä, irgendwie sieht das anders aus. Aber, ja. Aber es liegt am Skin von dem Schild irgendwie. Keine Ahnung, sieht auch ein bisschen komisch aus. Jetzt gleich sagt sie irgendwann auch nochmal so einen dummen Spruch, die Tussi. Oh oh. Die sagt jetzt gleich irgendwas mit, wenn ich nochmal einen toten Zwerg sehe. Ach so. Ja, das ist der erste Spruch und dann sagt sie noch was anderes. Ja, die redet immer wieder mit sich selbst. Ne? Die sagt dann irgendwie, wenn ich nochmal einen toten Zwerg sehe, dann falle, will ich auch tot umfallen. Und dann sagst du doch, ach, was rede ich denn da? Nee, bleib mal hier unten. Bleib mal hier bei mir stehen, das ist viel schöner. So neben den ganzen Kadaver, Leichenhaufen, Resten, irgendwas. Schon ein bisschen komisch aus. Hab ich noch Fotos gemacht. Irgendwann wird uns das mal ins Grab bringen, aber egal. Ach, ist mir doch gewohnt. Super, dass wir durch meine Nachlässigkeit sterben. Sehr gut. Ja, okay. Das ist man sowieso gewohnt. Okay, okay. Ja. Alles klar. Ich meinte jetzt das Sterben. Ach so. Ich hol mir die mal. Deswegen. Ach ja. Okay. Für uns, ja gut, die anderen Indies waren zu schwer. Sonst schlagen wir uns echt gut. Ich war jetzt die Tage mal nachts in die Ecken, bin ich mal gegangen. Oh. Mal wie da so Gegner mittlerweile sind. Also du kannst nicht mal eben mehr durch dieses Ding ins Dorf laufen. Das funktioniert nicht mehr. Rotum oder was ja, meinst du? Genau. Echt? Also ja, vielleicht mit einer guten Ettenrüstung, aber so nicht mehr. Was? Fällt man dann doch ziemlich schnell tot um. Ah ja. Wir jagen schließlich Geisterbeschwörer. Alles klar. Kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Ich weiß nur, dass sie das Elbenlager und das Orklager wieder auf die beiden Brückenseiten von Tolaskan gepackt haben, weil früher war der viel kiten und das ist scheiße und jetzt auf einmal so, nee, doch gut. Jetzt packen wir es doch wieder zurück. Ihr seid noch am Leben. Ja, soweit bin ich gar nicht gelaufen, also. Okay. Ich bin nur nach Rotum rein, hab mir gedacht, nee. So, nee, das ist ja doch doof. 10 Minuten auf einen kleinen, aber das heißt, also, du brauchst es schon ein bisschen, um einen tot zu kriegen. Dann bin ich wieder gegangen. Okay. Ich hätte noch eine Idee für ein Foto gleich, das machen wir dann gleich nochmal.
weil ich ja jetzt eins brauche für diese Instanz. Wir sind ja eigentlich zu sechs, aber wir sind ja nur zu zwei. Das heißt, ich würde uns dann kopieren und sechsmal nebeneinander stellen. Ja. 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 Eigentlich müssen wir Ellen noch irgendwie mit ins Bild kriegen. Ah. Kannst du ja irgendwo parken, oder nicht? Ja, stimmt. Wenn wir irgendwo hin. Ach, der hat ja nur 46 Millionen. Kein Problem. Ja, nur. Alles klar. Der Schaden so, hältst du das aus? Ja. 38, 19. Diese Wunde tickert mit 19. Sollte mit 52 tickern. Also, ich nehme den mal, bleib mal auf der drauf. Lag. Standbild. Oh, ich auch. Versuch mich mal von ihr zu entfernen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, die kommt nur kurz zu dir. Ich mach das mal. Kann ich nicht unterbrechen? Aha, daneben geschlagen. Ich habe das ja im T4 probiert und da kommen drei Felder, eins ist immer frei. Na, das ist beschissen. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wann eins frei war und wann nicht. Musstest immer so diagonal laufen. Oh, echt tricky, ey. Doof mit den Lags, ey. Aber das sind aber auch wirklich Standbild-Lags. Ja. So. Ich? Ja. Tante, komm her. Na, dann puste halt in die Richtung. Stell ich mich jetzt hier drüben hin. Bist du in einem Feld? Kann ich unterbrechen? Nope. Denk ich mal. Dann schrei ich dir ab. Moment. Ja, klar. Oh, los. Störte Wahrnehmung. Was? Hm. Was ist denn gerade los? Sterben die Server? So, jetzt kommt gleich der Drache. Und das hat mir das Genick gebrochen. Der war echt ätzend. Ach, wir sind jetzt besser ausgerüstet. Vergesst mal trotzdem nachzubuffen hier. Was könnte ihr Geschenk bloß sein? Eine Ohrring.
Da ist das her. Ring ist gut. Da. Die Inni. Den werde ich auch benutzen. Die Inni war das Siedling. Ich weiß es nicht. Das ist der gleiche O-Ring, den ich habe. Und ich war mit Hauptmann hier drin. Das ist der O-Ring. Das heißt, diese Inni in T4 gibt dir, warte, ungefähr so einen O-Ring. Wahrscheinlich mit deinen Werten drauf. Und das ist nicht verkehrt. Jetzt weiß ich auch, wo das her ist. Also ich habe jetzt einen ohne Slot bekommen. Ich auch. Er hätte jetzt 3000, ne, der hat tatsächlich 9700 Beweglichkeit mehr. Vita wäre gleich. Dann hätte er 60.000 Finesse und 2000 Schicksal mehr, aber ich würde dann im Moment noch einen Set-Gegenstand von 36.000 Crit verlieren und zwei Essenzen. Hm. Aber frag mal deinen Sohn, jetzt erstmal nicht zerlegen. Wenn er Zeit hat, also das auf T3, vielleicht T4, ja, schon schwer, aber den O-Ring habe ich definitiv hier aus der Inni. Weil den Gegner haben wir geschafft. Und nur den letzten nicht. Und ich hatte keine Zeit mehr. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden hier beschäftigt. Und da habe ich das Ding bekommen. Das ist noch nicht lange her. Deswegen habe ich nämlich auch Stufe 471. Ich habe jetzt 465. Das ist ja aktuelle Stufe. Also außer Raid-Sachen natürlich. Oh, hier ein neues Aussehen. Wir haben so ein Sidecut. Krass. Und Brüste. Okay. Haben ein Foto gemacht. Was denn? Nur die haben Oberweite, die Orkinnen. Die haben Oberweite, guck mal. Na, guck mal. Ich mach mal jetzt nix. Warte, ich mach mal nix. Stecken ein paar Pfeile drin. Doch. Da. Na toll, jetzt fällt's nach vorne. Jetzt Sidecut und Oberweite. Was? Unglaublich. Ich finde das mal cool. Das ist mal was ganz anderes. Das heißt, sie hat ganz viele Orkinnen mitgebracht. Oder, ja, Ork-Frauen? Es gibt Ork-Frauen? Das wäre mir neu. Ich dachte, die werden irgendwie aus der Erde geboren oder so. Fette Männer sind das. Sicher? Na gut, richtige Männer haben vielleicht auch Brüste. Also Jones hat welche. Siehst du? Ist halt so. Aber? Ja, aber? Ich fühle alle tot. Sah aber auch aus, als hätten die ein extra Kleidungsstück dafür an. Ja, also die haben komplett neuen Skin gekriegt. Oh. So. So, was macht er denn Gutes? Frostrufer. Die Frostrufer sind natürlich Schamanen, ne? Die sind gleich tot. Meinst du? Ach so. Ja, der war nicht ohne. Wehtug Winterseele lebt. Ich versteck mich mal. Ja, sehr gut. Mal in meine Nähe, dann hau ich noch einen verpflichtet raus. Hab ich schon. So. Ach, der hat doch nur 56 Millionen. Kein Problem. Kein Problem. Ich weiß auch nicht, die Wunde kann ich mir jetzt gerade nicht nehmen. Ich hab Cooldown, er macht irgendwas. Ach, du hast auch Akku, ja? Komm mal her hier. Hui. Was? Ich weiß ja jetzt nicht, wovon ich umgefallen bin. Ja, das war... Das blaue Auge schon wieder. Was? Nee, durchlaufen kannst du nicht. Irgendwann kann man nicht so viel an hier. Also ich leg so viel Felder, irgendwann kann ich nicht mehr laufen. Ich hoffe, es kommen keine Ads. So, Nachbar. Was konnte ich für dich schmeißen? Ach, mehr Damage. Sehr gut, ich habe die richtige geklickt.
Wieder das blaue Auge. Ich weiß noch nicht, was es ist. Eine Wunde. Achso, die läuft durch ein Feld durch. Ist nicht viel. Anscheinend muss ich durch den durchlaufen, wenn ich das blaue Auge habe. Das hat mich gerade einfach mal so umgenietet, glaube ich. Hm. Da ist das einfach nur, dass ich Aggro habe, ich weiß es nicht. Also ich lege dann im Feld. Aber sonst kam jetzt auch nicht viel rum. Ach, der Schattenatem kommt jetzt auf mich zu. Okay, ein Feld verschwindet und ich lege ein Feld, ja. Genau, ich lege ein Feld. Flügelschlag. Macht 31.000, ist jetzt nicht so viel. Was eine Wunde, die nehme ich. Heile dich. Ja, alles gut bisher. Ja. Das Feld. Da kann man lang laufen. Nee, bei Flügelschlag, okay. Schlägt jetzt auf Ellen ein. Sehr gut. Hau Ellen. Hör das ab. Wie der einfach gar keinen Schaden kriegt, der hier rollt. Nicht durch zwei Felder gleichzeitig durchlaufen. Ich glaube, das ist egal, ob du läufst oder nicht. Der macht bloß diesen Eisatem, aber da passiert nicht viel. Ja, aber irgendwas hat mich gerade ja. Keine Ahnung. Umlaufhundert umgenietet. Dass irgendwie noch die Wunde war und ich habe nicht drauf geachtet oder so. Da war ich gerade leicht ein bisschen beschäftigt. Ist der denn jetzt wieder frei? Nee. Retz hat Cooldown 1 Minute 30. Bitte nicht sterben. Er hat ja nur noch 16.000. Ich hau auch mal gleich eine Heilung raus, wenn der auf dich drauf guckt. Bleib ich einfach mal stehen. Und zu dir hinguckt, dann. Genau, dann kriegst du mal einen Hot von mir. Ich hab jetzt das blaue Auge. Beweg mich jetzt mal nicht. Ja. Ja, ist auch nicht viel. Nee. Was hab ich denn dann gerade so umgehauen? Keine Ahnung, ob das ein Bug war oder so. Oder irgendwie ganz blöde Konstellation von allen möglichen Sachen. Ich muss mal ein bisschen näher zu dir. Ach, schon wieder. Was? Dieser Eisatem, der trifft dich dann irgendwie zu dolle. Ich habe noch Cooldown. Eisatem, ja genau. 26 Sekunden. 831.000 Schaden. Was? Der Eisatem macht 831.000 Schaden. Mhm. Gut, dann versuche ich dir mal weiterhin aus dem Weg zu gehen. Ellen macht das jetzt. Ellen macht Ellen das Beste, wo geht. Da voll drauf. Merci. Bitte, bitte. Ostart. War doch jetzt gerade auch Eisatem, oder nicht? Nee, das war Frostatem. Jetzt kommt Flügelschlag. Jetzt kommt Schattenatem, da lege ich ein Feld. Oh, oder ist er tot? Zack, abgeschlossen. Ja, ich habe auch noch Tugend. Auf! Oh, jetzt habe ich nur noch eine einzige. Noch nicht gekommen.
eine Tugend, glaube ich. Echt? Hast du denn alle? Ich werde diese Hülle. Nee, alle fertig. Alle fertig, alle fertig. Alle auf 82. Hat abgeschlossen. Oh geil, T1. Anstatt 6 Leute geht auch zu zweit. War jetzt auch nicht übermäßig schwer. Nö. Jetzt habe ich eine Hose bekommen. Dünne Rüstung des ruhelosen Zwergenherrschers. Ja, das ist aus dieser Instanz. Schlecht. Sie ist fort? Oh, jetzt nicht so schön aus, selbst als Zierwerk wäre es nicht so meins. Boah, dieses Elbenzierwerk da aus diesem ultimativen Dingensbündel da. Ja, auch nicht gerade hübsch. Der Rahmen vor allen Dingen, ey. Guck mal den Rahmen an, warte mal. Ja, ich weiß. Also die rote Rüstung sieht, von... Sieht aus wie so eine... Als wäre es ein Clown. Ja, sieht sehr... Hä? Okay, sieht sehr, sehr bunt aus, ja. Ich fand auch den... Nee. Warte. Also die Schildkröte fand ich richtig cool gemacht. Ist ja, auch schön, ja. Ja, und er hier, ja. Jetzt ganz ehrlich... Der guckt nicht freundlich. Der guckt richtig gierig, finster. So nach dem Motto, was hat denn da? Der hat, ja, genau. Der hackt mir gleich die Augen aus, aber der sieht nicht freundlich aus. Guck, und ich habe jetzt heute noch das bekommen. Ah. Starly? Starly? Der verschmilzt bei ihr, der verschmilzt bei mir mit dem Boden. Jetzt sehe ich ihn. Hä? Nee, jetzt ist Ellen im Schatten. Wenn der Schatten da ist, du siehst das gar nicht. Der, das sieht. Das Vieh sieht man so gut wie gar nicht. Der ist der. Ah. Der Boden ist genauso die Textur wie dieser Vogel. Naja. So. Taktische Schadensrede, du kannst auch noch ein bisschen hochprügeln. Kann immer gut sein. Ablegen. Ist so schön bunt. Ah, ja. Ja. Es ist ein Plastikvogel. Es ist ein Bleistift-Plastikvogel. Plastikschnabel. Ach, sie liegt hier auch rum. Nee, das ist auch ein Ork. Ja, der hat Brüste. Ellen, geh doch mal weg. So, das kann ich nicht benutzen. Uralte Schriften sind da drin. Na gut. Ja, na Judi. Dann gehe ich mal hier raus, wa? Mampfer. Ellen ist irgendwie immer weg. Immer wenn ich irgendwie mal näher ranzoomen möchte, stellt er sich mit seinem Schädel genau vor die Linse.